Hallo ihr Lieben, seid ihr bereit, den nächsten Schritt zu gehen auf dem Weg zum Skat-Champion? Dann ist hier die nächste Herausforderung, euer erstes Spiel, das erste Mal Offizierskat. Beim Offizierskat gibt es eine feste Reihenfolge, in der die Karten ausgeteilt werden. Typischerweise sieht die so aus. Dabei wird, wenn Moritz der Geber ist, zuerst die Reihe von Max verdeckt gelegt, dann die nächste Reihe von Moritz verdeckt gelegt, dann wird diese Reihe offen ausgelegt, dann entscheidet sich Max für einen Trumpf, dann wird die Reihe offen ausgelegt, dann die verdeckt, die offen, die offen. Spielt beim Offizierskat keine so große Rolle, beim Skat ist es super wichtig, dass man alles in der richtigen Reihenfolge macht, weil sonst hat man ja den Unmut der Mitspieler, man muss meistens neu einmischen. Wir machen das hier jetzt ein bisschen anders, weil es vom Platz her und vom Film her nicht ganz so gut geht. Wir werden also alles in eine Reihe legen, aber ansonsten genau so machen. Das heißt, vier Karten verdeckt, vier Karten verdeckt, vier Karten offen, vier Karten offen, vier Karten verdeckt und so weiter. Max darf sich jetzt einen Trumpf aussuchen und ihr seht schon, es ist eigentlich fast egal, was er nimmt, weil er von jedem eine Karte hat. Allerdings hat die rote 10 den Vorteil, dass sie die höchste Karte ist innerhalb der Farbe. Das bedeutet, es spricht einiges dafür, dass sich Max für Rot entscheidet. So, ich hoffe, ihr könnt alle Karten sehen. Das Spiel läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich bin immer derjenige, der abwechselnd Max und Moritz spielt. Moritz beginnt, weil Max sich den Trumpf aussuchen durfte. Und ihr entscheidet dann, was wäre die günstigste Karte. Ich werde jetzt nicht kommentieren, warum ich mich für die eine oder die andere Karte entscheiden würde. Das zu kommentieren würde einfach zu lang dauern. Dann hättet ihr am Ende ein Video, was eine halbe Stunde geht und das guckt sich niemand auf YouTube an. Wirklich niemand. Also, ich lege eine Karte und ihr entscheidet. Eine Regel, die ich nochmal explizit erwähne, weil ich weiß nicht, ob ich die so schon mal formuliert habe, ist folgende. Derjenige, der den Stich bekommt, das heißt, der die Karten bekommt, also dem die Karten gehören, der darf als nächstes ausgeben. Moritz beginnt. Moritz spielt das Eichel Ass. Ja, Max hat keine andere Chance. Er muss den König zugeben, weil zugeben Pflicht ist. Was anderes kann er nicht machen. Und Moritz ist weiterhin am Zug. Moritz spielt die Eichel 8. Ja, an der Stelle kann Max entweder stechen oder er kann eine Karte wegschmeißen. Ich würde mich jetzt an der Stelle für die Shell 7 empfehlen, weil die Eichel 8 sind jetzt nicht so viele Punkte und das heißt, es lohnt sich nicht hier reinzustechen. Die grüne 9 würde ich deshalb nicht nehmen, weil dann der König blank da liegt und dann könnte Moritz mit dem Ass den König einfach abgreifen. Moritz spielt die Eichel 10. Ja, Max hat wieder keine Chance. Er muss den Eichel Ober zuspielen und Moritz ist weiterhin am Zug. Moritz spielt das grüne Ass. Max hat zwei Möglichkeiten, König oder 9. 9 ist weniger wert, das heißt, er gibt die 9. Moritz spielt grün 10. Ja, Max muss wieder den König zugeben. Da die 10 mehr wert ist als der König, gehört der Stich Moritz. Moritz spielt die grüne 8. Ja, an der Stelle ist es fast egal. Die Karten, die man wegschmeißen würde, sind viel zu teuer. Also die 10 und das Das. Und ansonsten hat er nur noch Trumpf auf der Hand. Also jetzt muss er auf jeden Fall reinstechen. Er kann es mit verschiedenen Karten machen. An der Stelle würde ich die 10 nehmen, weil die 10 doch recht viele Punkte bringt. Und der König kommt direkt nach der 10. Also hat Max dadurch keinen Nachteil. Die Karten gehören jetzt Max. Das heißt, Max darf sich jetzt im nächsten Zug entscheiden, was als nächstes zu spielen ist. Max entscheidet sich für das Shell Ass und Moritz muss den Shell Ober zugeben. Max entscheidet sich jetzt für den Herz Unter. Ja, Moritz kann jetzt auch verschiedene Varianten wählen. Er muss auf jeden Fall Trumpf zugeben und in dem Fall würde ich einfach die rote 8 dazugeben, weil das die wenigsten Punkte bringt. Max spielt jetzt die Shell 10 an und Moritz muss die Shell 9 zuspielen. Max spielt jetzt die Shell 8 an. Ja, an der Stelle gibt es zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann jetzt einmal eine Lusche wegschmeißen. Was eine Lusche ist, erkläre ich dann gleich noch.
Oder was man noch machen könnte, wäre mit dem Herzass stechen. Was insofern eine gute Idee ist, weil man dadurch sich Punkte sichert, nämlich das Ass. Man darf hier nicht vergessen, dass der grüne Unter und der alte beide höher sind als das Herzass. Und damit besteht die Gefahr, dass das einfach verloren geht. Das heißt, das sichern wir uns noch. Also Moritz sichert sich das noch. So, und Moritz spielt die Eichel 9 an. Ja, Max könnte jetzt den König nehmen und strechen. Das ist jetzt eigentlich fast egal, was er nimmt. Und Max spielt jetzt Herz 7 an. Und Moritz würde jetzt den Herz Ober zugeben. Moritz spielt den Grün Ober. Und Max hat keine Wahl, er muss die 7 zugeben. Und jetzt kann Moritz entweder den Unter oder die 9 anspielen. Und da die 9 weniger wert ist, spielt er die 9 an. Und Max muss entweder den Grün oder den Alten zugeben. Spielt jetzt eigentlich keine Rolle, was er macht. Gehört auf jeden Fall Max die Karte. Und jetzt haben wir wieder eine interessante Konstellation. Max ist am Zug. Was muss er jetzt spielen, damit der Rest ihm gehört? Es ist natürlich der Alte. Warum? Moritz muss jetzt den Shell unterzugeben. Das heißt, die Gehörten gehören Max. Und dann kommt Max ins Spiel mit dem König und Moritz muss die 7 wegschmeißen. Ja, und das war euer erstes Spiel. Vielleicht habt ihr ein paar Sachen anders gemacht. Das ist okay. Manchmal muss man einfach Erfahrung sammeln. Ich sage jetzt auch nicht, dass meine Spielweise die beste Variante gewesen wäre. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal so ein Spiel gesehen, wie das abläuft. Und als nächstes werden die Punkte gezählt. Doch das kommt im nächsten Video.